Wir sind bei Tag 3 von Hallo, unserer kleinen wir Minecraft-Serie sind und ich bei habe Tag vergessen, 3 mein von unserer Twitch-Stream kleinen zu muten. Oh Minecraft-Serie mein Gott, und ich ich habe sitze. Oh, vergessen, mein Moment. Twitch-Stream zu muten. Oh mein Gott, ich sitze. Ah, oh Gott, das ist gleich viel, viel besser. Ich habe beschlossen, dass wir uns heute ein bisschen auf Erkundungstour begeben und mal gucken, was es hier in der Umgebung so gibt. Ich will ja auch irgendwie mal so ein bisschen ein zweites Dorf finden, damit wir mal unseren armen einsamen Villager hier zu einem nicht mehr ganz so armen, vielleicht zwei, drei, viersamen Villager machen können. Ja, komm, wir nehmen auch die restlichen Kartoffeln mit, die wir hier bekommen. In der Zeit können wir ein bisschen uns wieder hydrieren. Und ich habe beschlossen, dass ich die Streams jetzt in Zukunft wirklich mehr an einer Stunde dran halten werde, weil das mit dem Schneiden ein bisschen angenehmer ist, weil ich ja auch Arbeit habe und so und dann das ganze Videomaterial quasi durchgehen muss, schneiden, zusammenschneiden, ein bisschen funny machen und sowas. Ich möchte mit den Schafen also irgendwann nochmal so eine coole Wollfarm machen, weil ich gesehen habe, dass man irgendwie, wenn man einen Dispenser mit einem Dispenser eine Schere auf ein Schaf schießt, dass dann die Wolle gedroppt wird oder so ähnlich. Da muss ich nochmal genau gucken, wie das jetzt genau funktioniert, aber das fände ich ganz cool, wenn könnte man so eine Farm bauen, wo dann quasi alle Wollfarben rauskommen. Das fände ich schon ganz cool. Das sieht doch glücklich aus, oder? Ich habe ein Problem. Fuck. Oh mein Gott. Nein! Ja, ich setze mich für Tierhaltung ein, wenn Schweine fliegen können, oder? Scheiße. Gott, ich bin. Schweine können fliegen. Ich habe es schon immer gewusst. Gehen wir einfach mal genau die entgegengesetzte Richtung vom Spawn. Deswegen habe ich heute den Kompass dabei, damit wir so grob die Richtung haben. Ich weiß auch die Koordinaten von hier. Wir sind bei 100 minus 250. Jo. Und ich will jetzt einfach mal ein bisschen weiter gucken. Vielleicht finden wir auch irgendwie eine Wüste, wo so ein cooler Tempel ist oder sowas noch. Das wäre ja auch ganz cool. Da hinten sieht es auch schön aus, irgendwie so bergig und so, mit Bäumen. Und Pferde haben wir hier auch. Mensch, cool. Ich hätte vielleicht mal ein Bett mitnehmen sollen. Ha, conveniently haben wir ja Schafe hier. Hey. Aber man braucht jetzt blöderweise dreimal die gleiche Wolle. Ah. Dead. So. Dann. Gute Nacht. Schlafen wir mal eine Runde, bevor die ganzen Viecher kommen und wieder so eine Apokalypse ausbricht wie beim letzten Mal. Hier ist so ein Fluss. Vielleicht werde ich einfach den Fluss mal entlangfahren mit meinem Boot. Hallo? Mein Boot! No! Oh boy. Ey. Frechheit! Pff. Oh Gott. Ah, okay, mein Boot ist wieder da. Minecraft, was tust du? Oh, das war ja eine lange Bootsfahrt. Zuckerrohr, habe ich schon welches? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ich nehme welches mit. Ich würde auch mal gerne Kürbisse finden und ein bisschen Schnee so mitnehmen. Dann können wir uns Schneegolems machen. Die finde ich ja total super, muss ich sagen. Na, guck mal. Das ist doch schön. Ach, das sieht eigentlich schon ganz nice aus, so hier diese Schüssel. Vielleicht baue ich hier mal was hin. Ich mache mal einen Screenshot, damit ich die Koordinaten habe. Vielleicht baue ich da später so eine richtige Base mal hin und nicht so ein geklautes Villager-Haus und ein temporäres Starterhaus. Mal gucken, dass ich halt einen Setzling rauskriege. Oh, zwei Stück haben wir schon. Super. Das Zuckerrohr. Yeah. Wow. Ich sehe nicht ein, für dieses eine Stück dort aus meinem Boot auszusteigen. Mann, ich hätte gerne mal so einen richtig langen Fluss, der dann irgendwie zum Meer führt oder so. Oh, da sind schon die Kürbisse. Super. Ach verdammt, jetzt habe ich oben bei dem Gebirge gar keinen Schnee mitgenommen. Geh ich gleich nochmal hin. Wusstet ihr übrigens, dass Kürbisse seltener sind als Diamanten? Meine Nachbarn sind oben wieder am Eskalieren, alles klar.
Ich frage mich so, was schmeißt der Junge denn da oben auf den Boden, Alter? Das klingt ja wie eine Bowlingkugel oder sowas, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Au. Das war ein bisschen delayed. Meine Güte. Da da da. Da 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 da. Unser Schiff folgt dem Wind und wir ihm in die Welt hinaus. La 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 la. Wer Shoutout, wer das noch kennt, Mann. Freaking Vicky und die starken Männer, Mann. Das war schon, das war mein Shit damals. Das habe ich mega gerne geguckt. Das war cool. Ich muss sagen, ich finde Bootfahren in Minecraft ist irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Es fühlt sich gut an. Wenn man so, was ist das denn hier? Das ist ein bisschen mickrig. Wenn man so um die Kurven slidet, das ist schon nice. Kann man schon machen. Irgendwie ist das River-Biom hier ein bisschen traurig. Sehr enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das hier? Ich fühle mich nur verarscht. Okay. Aber irgendwie ist die Reise bisher noch ziemlich ereignislos. Das finde ich sehr schade. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe bei so Reisen die Tendenz, auch gerne mal im Kreis zu laufen, ohne es zu merken. Aber ich glaube, wir sind good to go erstmal. Ich gehe mal da lang weiter. Ach, guck mal, wäre ich jetzt in die Richtung weitergelaufen, dann wäre ich ja wieder zum Spawn gelaufen. Das heißt, ich bin im Kreis gelaufen. Wow, ich bin so ein Genie. Huch, da brennt's. Oh nein. Oh nein, da sind Schweinchen gestorben. No. Das arme Schweinchen. Das wird auch ein Lavasee sein, oder? Warum ist hier so viel Lava? Ja, wir sind jetzt ungefähr wieder in der Gegend, wo wir gerade eben schon lang gelaufen sind. Wahnsinn. Ein Lama. Das ist ja auch was. Mecke ich mir mal hier die Location vor. Vielleicht kann ich hier oben vom Berg ja auch irgendwas sehen, was cool ist. Ich hätte mir im Nachhinein so rückblickend vielleicht ein paar Blöcke und sowas mitnehmen sollen, damit ich irgendwo hochbauen könnte. Ich will eigentlich ein bisschen hier oben auf dem Berg bleiben, damit ich da unten vielleicht so besser sehen kann, ob da was Cooles ist. Da ist die Nachhauserichtung. Okay, dann laufen wir jetzt noch da. Ich finde es schön, dass ich aktiv danach gucken muss, dass ich nicht zurücklaufe. Tja, jetzt bin ich doch wieder hier unten irgendwie, statt auf dem Berg. Aber der Berg war mir ein bisschen heikel geworden, muss ich sagen. Oh, das sieht ja cool aus da oben. Hier ist so Dark Oakwood Stuff. Das könnte man auch noch mitnehmen, dann kann ich mir so eine Bäume aufpflanzen. Hydration Gang. Wir dürfen es nicht vergessen, liebe Freunde. Ich glaube, dem Fluss hier kann ich auch mal wieder folgen. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Oh, eine Wüste. Super. Das finde ich richtig klasse. Weil A, mag ich gerne Glas. Und Glas macht man aus Sand. Und Wüsten haben davon so ein bisschen. Hier und da am Wegesrand. Und eventuell finden wir einen Tempel. Und Kakteen können wir auch noch mitnehmen. Und mit Kakteen kann man diese coole AFK-XP-Farm dann bauen. Was ich auch ganz nice finde. Da ist auch so ein Savannenbiom. Gut, dann werde ich mich gleich mal hinstellen und werde ein bisschen Eisen hier schmelzen, damit wir wieder eine Axt haben. Und werde in der Zeit ein paar Kakteen sammeln, damit wir die Farm nicht so ganz von null anfangen müssen. Ich glaube, das wäre ganz angenehm. Na, jetzt sind wir aber schon ein gutes Stück weg. So 800 Blöcke, Mensch. Never sind das 100, ne? Ja, 100 Blöcke. Das wäre entspannt eigentlich, weil wir die Wüste so halbwegs dicht dran haben und so. Aber hier Akazienbäume werde ich auch noch mitnehmen, damit wir die Saplings haben natürlich. Ja. Hier in Savannen gibt es ja jetzt auch Villages. Da können wir dann auch mal die Augen offen halten, ob wir da vielleicht was finden. Oh, das ist ein Boot. Das gönne ich mir. Oh Gott, ich sehe jetzt erst gerade, dass das freaking Yuki im Chat ist. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Yuki, verzeih mir. Ich war gerade ein bisschen fixiert auf die ganze Welt hier und so. Seit wann bist du da? Oh mein Gott. Warte, wo ist jetzt? Oh nein, Yuki, wenn ich jetzt wegen dir das Boot verpasst habe. Ja, guck mal, habe ich wegen dir das Boot verpasst. No, seit immer. Was? Never.
Ich habe immer mal wieder da unten hingeguckt, aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie ist dein Text untergegangen oder so. Ich weiß es nicht. Es tut mir so unglaublich leid. Ich werde mir, oh mein Gott, der hat einen Trident, vielleicht kriegen wir den. Das wäre richtig epic. Es tut mir leid, Yuki. Bitte verzeih mir. Du weißt, ich habe dich ganz so lieb und ich würde dich niemals absichtlich ignorieren. Nur wenn ich behindert bin. Oh ne, ich will den haben. Come on, gib mir deinen Trident. Come on. Come on, Baby. Come on. Ah. Und, ach, Mann. Warum sind das so viele? Meine Güte. Oh Gott, es sind so viele. Jesus, und das Kind ist oben wieder am Eskalieren. Ich weiß nicht mal, wie der Junge heißt, ey. Ich weiß nur, dass es ein Junge ist. Also, nicht mal das kann man ja heutzutage sagen, ne? Darf sich ja auch als divers identifizieren oder anders. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so, ne? Aber das muss man natürlich berücksichtigen. Oh Gott, ey. Die can't stop coming and they won't stop coming. Nein, oh Gott, da sind noch mehr. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Jesus. Ich muss mal irgendwie an Land gehen mal eben und mir eine Tür craften, damit ich da unten irgendwie so ein bisschen Sauerstoff habe. Okay, dann tauchen wir mal runter und gucken, ob wir hier was Cooles finden. Ey, jetzt sitzt hier noch so ein Viech oder was? Meine Güte, spawnen die hier immer wieder neu oder so? Gucken wir mal, in dem Schiff müsste ja auch noch eine Kiste drin sein. Hallo, Kiste? Willst du auch aufgehen? Alles klar. Yay. So, jetzt gucken wir mal, wo der verborgene Schatz hier liegt, ne? Okay, vielleicht gehe ich gleich noch schlafen. Oh Gott, der scheint ganz schön weit weg zu sein. Auf einer Insel, die irgendwie erstaunlich ähnlich aussieht wie Australien, oder bin nur ich das? Ein bisschen platter vielleicht, aber... Wir gehen nach Australien, meine Freunde. Wir gehen nach Australien. Nach fast Australien. Nach Fastralien? Nee. 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 Was war das denn? Hallo? Mann, nicht so eine gruseligen Geräuschespiel, ey. Meine Güte. Wow, auftauchen bitte, danke. Hallo? Ah, nicht sterben. Gott, ey. Ich muss mich mehr vorsehen. Hier muss doch irgendwie ein Fluss kommen oder sowas in der Art, ne? Genau, guck mal, hier ist ein Fluss. Der Karte ist auch ein Fluss. Dann folgen wir dem Fluss doch einfach mal und gucken, ob der uns irgendwo hinführt. Ich bin kein guter Schatzsucher, habe ich das Gefühl. Ich kann Indiana Jones noch nicht das Wasser reichen. Ich glaube, wir haben uns noch nicht mal ansatzweise dichter hier auf der Karte irgendwo hin bewegt. Mensch, meine Güte. Geh weg, Rotten Flesh, keiner braucht dich. Hey. Hi, Jungs, was geht? Weiß nicht, traue ich mich an die ran? Komm, ich tu's jetzt, ich tu's. Vielleicht sollte ich, so eine Wand oder so? Ja, schießt euch bitte gegenseitig ab, danke. Kann man von denen nicht auch irgendwie so Crossbows gedroppt kriegen? Haha! Er hat seinen Mate getötet, super. Oh boy. Au! Oh, jetzt haben wir doch Hero of the Village oder so bekommen, ne? Diesen Effekt. Warte mal, ich werde mal einen Goldapfel essen. Das war schon ein bisschen close, der Fight, aber machbar auf jeden Fall. Was haben wir denn jetzt hier für Absorption und Bad Omen? Ach so, oh Gott, ich hoffe, jetzt wird nicht unser Village hier geraided gleich. Das wäre ein bisschen
ungünstig. Aber ich glaube, das heißt das, oder? Bad Omen? Dass man das kriegt? Ich weiß es echt nicht. Ich habe mich damit so null auseinandergesetzt bisher. Ach, guck mal, wenn ich so mache. Ah ja, guck mal, wenn ich so mache, dann laufe ich da oben am Rand lang. Dann müssen wir ja gleich irgendwie zu einem Fluss kommen. Und dem können wir dann folgen und dann können wir den Schatz finden. Ich versuche aber mal so ein bisschen links und rechts zu gucken. Und zum Chat zu gucken, Yuki. Damit ich nichts verpasse. Ich muss auf 1000 Sachen arbeiten. Mein kleines Gehirn ist überfordert. Okay, und dann müssen wir jetzt irgendwie hier lang. Da muss da ein Fluss kommen. Pff, sagt sie. Wow. Mann, Yuki, jetzt sei nicht so petty. Das ist meine Aufgabe, okay. Freu dich lieber, dass wir einen coolen Schatz finden oder so. Hoffentlich, wenn ich nicht mich weiter wie ein absoluter Vollhonk anstelle. Ich denke mal, ich werde jetzt für diesen Stream als letztes Ziel machen, dass ich diesen Schatz finde. Ich weiß gerade halt nur nicht, ob ich mich gerade weiter entferne oder ob ich dichter dran gehe. Ich habe das Gefühl, ich entferne mich gerade irgendwie weiter. Ich laufe mal in die Richtung. Mann, ich wünschte, ich wüsste, wie die Karten funktionieren, Mann. Die gibt's schon ewig und nicht mal das weiß ich. Ich bin gar kein Minecraft-Experte. Oh Gott, mein Leben ist eine Lüge. Fluss, sag was, wenn du da bist. Sag was, wenn es dich gibt. Oh mein Gott, wir sind in die richtige Richtung gelaufen. Jetzt, endlich, aber davor halt nicht. Und ich würde gern schlafen. Oh mein... Ich will nichts verpassen. Das ist ein Wüstentempel, Mann. Den gönne ich mir jetzt aber, bevor ich den Schatz hole. Hey, hallo. Bam. Literally. Schnell Fackeln und hops. Bup, bup, bup. Nicht, dass mir hier noch gleich was hinterm Rücken spawnt oder so und mich dann vernichtet. So, erstmal Licht machen, damit wir auch was sehen. Looting 1 ist kein Looting 3, aber nehme ich. Das Banner will ich eigentlich mitnehmen, das finde ich ganz cool. So, das kann hier bleiben. Ja, komm, das Gold lasse ich jetzt zurück. Sandstein kann hier bleiben. Die Emeralds nehme ich auf jeden Fall mit. Smite 2 braucht keine Sau. Goldapfel nehme ich aber. Goldapfel nehme ich aber. Und noch ein Emerald und ein bisschen Gunpowder. Hier kommen die Knochen, haben wir dafür Platz. Ich lasse mal das Akazienholz einfach hier. Ich habe ja Setzlinge dafür. Gunpowder. Jo. Naja, gut. War eine ganz okaye Ausbeute. Jetzt wieder zurück zur Hauptquest. Schatz finden. Sieht ja so aus. Wir müssen weiter nach da. Okay. Oh Gott, das ist aber noch ganz schön weit, ey. Meine Güte. Vielleicht fahre ich mit dem Boot weiter. Zack. Nein, ich bin zu dick. Aber das lasse ich mir nicht gefallen. Come on. Yeah. Hackerman. Oh mein Gott, was macht dieses Kind? Okay, hier jetzt noch geradeaus, ne? Und dann kommt da so eine Insel und da ist dann ein Schatz. Na super. Oder ist sogar schon irgendwas ausgebuddelt? Ich habe nämlich einen coolen Trick gesehen, wie man die Schätze irgendwie voll einfach finden kann. Warte mal, ich muss mal irgendwie hier ein bisschen, dass wir die Karte in groß haben, damit ich das besser sehen kann. Ofen, geh weg. Man soll genau sich so hinstellen, dass das Weiße vom Cursor genau unter dem... Warte mal, erstmal so drehen. Und dann, dass quasi mein Popo vom Cursor, dass der genau hinten rausguckt. So. So. Okay, und hier jetzt nach unten buddeln und dann finden wir den Schatz. Ha, siehst du wohl. Oh Gott, und die Welt stürzt zusammen. Gold. Ach, das TNT habe ich jetzt im Tempel gelassen, ach Gott. Ja gut, ist auch egal. Ich muss mich von Sachen trennen, das finde ich nicht gut. Mag ich nicht. Flint, den brauche ich nicht. Ja, komm, TNT brauchen wir eigentlich nicht. Super. Na gut. Oh, dann sind wir ja noch pünktlich fertig geworden. Ey, meine Güte, das ist doch großartig. Ich würde aber mal sagen, dass ich dann auch jetzt halt mit einem vollen Inventar, fast voll, das Boot. Ist das... Oh, das ist so eine rote Wüste, oder?
Und ein Piratenschiff. Oh komm, das will ich jetzt auch noch mitnehmen. Komm. Noch 5 Minuten, Mutti. Dachte sich das Kind oben auch. Musst du nicht irgendwie mal ins Bett oder so? Meine Güte. Es ist schon fast um 8. Um die Zeit musste ich damit schon im Bettchen sein. Also, wenn das Kind so alt ist, wie ich vermute, so. Oh Gott, 6 oder 7. Gib dem Boy ein bisschen Loot, Mann. Ja. Eisen. Ganz viel Eisen. Super. Und irgendwie vorne im Boot gibt's auch. Ich mach mal eben kurz Gronkh. Ja. Ja, so true. Das nehme ich auch mit. Aber jetzt habe ich schon Stack-Kohle voll, ja gut. Denn halt nicht. Aber hier gibt es nicht immer 3 Kisten? Genau, guck mal, hier ist ja auch noch eine drin. Und noch eine Schatzkarte. Lass ich die halt hier. Warte mal, ID 0. ID 3. Okay, das ist eine andere. Oh, da ist noch eine Kiste. Ach nee, das ist die, die wir gerade hatten, ne? Genau. Hä? Warum? Die hat die gleiche... What the fuck? Die hat eine andere ID, aber da ist genau der gleiche Schatz drauf. Oder habe ich jetzt die andere wieder zurückgepackt? Das kann doch nicht wahr sein, Kinder. Also ich will doch nur mal einen coolen Schatz... Nee, ey. Och. Das ist doch alles ein Rip-Off. Uncool. Ich will noch mal eben kurz. Warte. Ist das da? Oh, ist da ein Mesa-Biom? Das wäre ja. Das wäre. Tatsache. Ey, das ist ja krass. Gut, die Koordinaten muss ich mir auf jeden Fall merken. Am Montag geht es wieder weiter um wahrscheinlich 19 Uhr, aber eventuell 18 Uhr. Das muss ich dann relativ spontan gucken. Ich sag erstmal 18 Uhr. Ich glaube, das kriege ich hin. Und Philipp, du musst mir auf jeden Fall folgen, damit du weißt, wann ich das nächste Mal streame und ich ganz viele Follower kriege. Okay. Meine Güte, ich sollte vielleicht echt die Welt schließen, sonst höre ich nicht mehr auf zu reden. Ich bin groß. Ja, genau. Das war's dann für heute. Ich bin all over the place und so unorganisiert, das ist furchtbar. Das war's dann für heute. Stream am Montag, voraussichtlich um 18 Uhr. Wenn es um 18 Uhr nicht losgeht, dann ist es um 19 Uhr. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag oder sonst was, wann auch immer ihr das hier seht. Und ja, tschüss!